Willkommen zurück bei 2D Zocke und es geht weiter mit unserem Let's Play zu Batman Arkham Knight. Diesmal starten wir im wunderschönen Hauptmenü dieses Spiels. Hallo Lotte! Hallöchen! Folge 31. Oh yeah. Wollen wir gleich rein? Springen? Ja, bitte. Du steuerst ihn jetzt immer noch, ja? Ich bin gerade am Drücker. Okay. Witzig. Wegen Touchpad, ne? Ja, weil man das drücken kann. Ah. Ja, weil, wenn ihr letzte Folge gesehen habt, wisst ihr, dass gerade etwas ein bisschen anders abläuft. Und zwar nicht nur die ganzen Joker hier im Hintergrund, sondern auch mit uns ist was passiert. Bemerkenswert, diese Brutalität. Boah, ich darf ein Scarecrow hauen. Ich wollte es gerade sagen, das ist ja auch nice. Los jetzt! Erledige ihn! Sieh ihn dir an! Er ist nicht besser als der Kerl, der deine Eltern umgebracht hat. Er ist nicht besser. Du musst etwas tun! Du musst ihn aufhalten! Du musst etwas tun! Du musst ihn aufhalten! Gut! Hast du nicht gesagt, Batman tötet niemanden? Tut er auch nicht. Irgendwas stimmt nicht. Du bist anders. Ich betrachte es als immer noch in Arbeit. Aber es zeigt Potenzial. Du sitzt in der Falle. Du kannst nicht davonlaufen. Wer hat was von Laufen gesagt? Aber wir sind ja immer noch auf dem Luftschiff. Ja. Eieiei. Wir kriegen aber auch ganz schön was ab. Warum darf der mit dem Raketenwerfer auf uns schießen, bitte? Das verbieten wir ihm einfach gleich, würde ich sagen, oder? Er ist doch unfair. Sir, Scarecrow sendet über ganz Gotham. Sie müssen das sehen. Wie fühlt es sich an, deine Stadt am Rande des Abgrunds zu sehen? Deine Freunde im Griff des Todes? Dieses Mal hast du dich übernommen, Batman. Und jetzt ist dein Scheitern so gut wie vollendet. Und wenn der letzte Atemzug aus ihrem Körper weicht, wird sie wissen, dass du sie im Stich gelassen hast. Babsara! Ja, die gibt's ja auch noch. Erhält Oracle im Unterschlupf. Wir sind ja auf einer Mission, Freunde. Auf dem Weg dorthin. Bitte beeilen Sie sich, keiner weiß, was er hier antun wird. Okay, wir beeilen uns. Schauen wir mal, welche Quests wir offen haben, hä? Okay, wir können hier. Oh Gott, das kriegt man doch wieder nicht hin. Nee. Die Feuerwehrleute. Nee. Was ist denn mit der Biene, mit der Wespe? Welche Wespe? Die hier? Ja. Da steht nichts. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Firefly zuschlägt. Der Raub wird nicht direkt zu. Und den Professor mit der Kreatur auch nicht, oder? Das ist ja mein kleines persönliches Highlight. Da freue ich mich ja mega drauf. Ja, wird auch cool. Wir können aber auch erstmal noch Batgirl retten. Sollen wir nochmal riddlern? Einmal. Wir haben jetzt ganz schön lange Hauptquests gemacht. Lass uns ein bisschen riddlern. Selina wartet schon. Selina wartet schon. Duzen die sich jetzt, ha? Geht ja gar nicht. Ich glaube, der hat schon Lust auf die Catswoman. Ja, kann ich aber auch verstehen. Ist ja ein hübsches Ding, ne? In einem aufreizenden Outfit, ja. Kann sein, dass wir gar nicht zu Gesicht kriegen. Gut für ihn. Verdammt richtig. Ich will endlich mal unser Training an Batman ausprobieren. Ich dachte jetzt, das Batmobil kann in diesem Gebiet nicht selbstständig fahren. Batmobil, Riker, halt's gesichtet!
Ja, dann gehen wir mal lieber wieder, ne? Tschüssi. Wie ein sterbender Schwan. Zwischen den Rüstungsseilen dahin. Robin? Okay, der war witzig. Aber ich finde auch in dem Batman-Universum gibt es halt einfach sau coole Bösewichte, ne? Was die sich da immer einfallen lassen. Selina wartet. Die müssen es nur noch filmtechnisch gescheit auf die Reihe bekommen. Das ist einfach keine Konkurrenz zu Marvel noch, ne? Klar, gut. Das stimmt leider, ja. Ja. Ich meine, es wird ja. So von der Aufmachung her. Es ist ja schon alles sehr kinotauglich, aber. Na gut, halt aber einer so da. Ich meine, die Batman-Trilogie von Nolan ist ja beliebt. Ich persönlich finde Suicide Squad ziemlich gut, aber da habe ich auch schon viel Gegenteiliges gehört. Und Watchmen ist ja auch DC. Ja, Watchmen. Dieser göttliche Film. Der ist richtig gut. Mit dieser Bombenmusik. Mit Rorschach und das Ende und ach nee, der Film ist einfach zu gut. Ich kenne einen, der war im Kino und hat danach geweint, weil er so gut war. Kann ich total verstehen. Der hat die Comics gelesen und hat einfach nur gehofft, dass die den halt nicht bodenlos verkacken. Und dann haben die dieses Meisterwerk draus gemacht. Oh, das kann ich. Ich hätte auch geheult, wenn das über die Comics vielleicht auch noch war, als man ein bisschen jünger war, ne? Dass es noch nostalgisch dann noch einen Punkt hat. Also es gab ja, glaube ich, nur einen, der Watchmen-Comic. Ja. Lob ich. Deswegen gibt es auch kein Watchmen 2, weil es einfach keinen Comic mehr gibt. Es gab nur ein Buch. Ja. Oh, krass. Da gibt es bestimmt auch wieder einen Namen für. Verbessert mich in den Kommentaren. Wenn es nur ein längeres Comicbuch ist, heißt es bestimmt. Ja, aber das ist doch wurscht. Also solche Menschen habe ich auch. Solche Leute habe ich echt gefressen, ne? Das ist doch scheißegal. Aber gut. Gut. Ich will mich ja heute nicht aufregen. Also nicht noch mehr. Ich bin da gerade mal aufs Hausdach, weil ich gesehen habe, dass hier Bösewichte stehen. Ja. Hab ich gedacht, mach ich die doch mal kaputt. Ja, mach die doch mal kaputt, ey. Oh, ich freue mich voll, Leute. Dann kann ich ja mal kurz erzählen. Ich treffe mich nachher, nach der Aufnahmerunde, fahre ich in die Stadt, an den wunderschönen Main und treffe mich mit einer Freundin, die ich schon ganz, ganz lange nicht mehr gesehen habe. Samstag, Freitag. David. Ja, nee, ganz lange nicht. Du bist so besser, das ist ja der Wahnsinn. Also was ich damit sagen wollte ist, wir haben uns ganz lange schon nicht mehr getroffen und gequatscht. Besser. Und dann haben wir uns durch Zufall jetzt letztes Wochenende abends gesehen und dann haben wir direkt gemeint, wir müssen unbedingt, komme was wolle, es muss jetzt auch gleich dieses Wochenende sein, weil ihr kennt es ja auch, oder? Wenn man sich dann trifft und dann heißt es, ja, ach klar, machen wir was und lass mal gucken und so. Und ein paar Monate später trifft man sich wieder und dann so, oh, ja, lass doch mal was machen. Das führt zu nichts. Deswegen haben wir gesagt, wir machen das jetzt sofort. Und es klappt heute. Heute Abend schön am Main. Mit einem schönen Wasser. Ich darf ja keinen Wein und kein Bier und nichts trinken und nichts essen. Aber es wird trotzdem schön. Ich gehe ja, glaube ich. Da Spaß. Von der ganzen Community. Ja, ja. Ich hab sturmfrei, alles gut. Ne, ich gehe dafür morgen weg. Ich muss heute ruhig machen. Dafür, dass morgen. Ja, und morgen Abend hab dann ich gesagt, okay, ich brauche einfach mal. Die Woche war jeden Tag nach der Arbeit irgendwas. Und es ist ab und an sehr, sehr cool und ich glaube auch wichtig, aber jeden Tag, das nagt total an mir. Ich merke das und jetzt halt auch noch mit der Ernährungsumstellung und dem Stress auf Arbeit. Oh, also morgen Abend, ich freue mich so einfach nur auf Bett und irgendeinen schönen Film und irgendwas Nettes zu essen. Irgendeinen schönen Film auf jeden Fall. Eddie hat mir seine 13 Erfindungen erklärt, mit deren Hilfe er diese Halskrause mit selbst entwickeltem Plastiksprengstoff füllen konnte. Du musst dich geehrt fühlen. Wofür? Deine Motivationshilfe zu sein? Mach schon, der nächste Rätselraum wartet. Oh, sie lieb. War das gerade Sarkasmus von ihm?
Seid gegrüßt, kostümierte Kandidaten. Die nächste Herausforderung ist einfach. Leitet eine elektrische Ladung zu ihrem Ziel. Ich hoffe, der hohe Druck macht euch nicht zu schaffen. Okay, über die Riddler-Rätsel haben wir gelernt, wir müssen uns die Wandzeichnungen anschauen. Was hat Eddie für ein Problem? Fanatischer Narzissmus, Egozentrik und Größenwahn, gepaart mit schweren Zwangsneurosen. Okay, also da passiert schon mal nichts, wenn wir uns draufstellen. Auch nicht, wenn wir drauf rumkriechen. Oh, das ist aber ein bisschen provokant. Ich find's okay. Danke, Spiel. Das ist ganz toll, dass wir das auch können. Ich finde, das ist schön animiert auch. Ja, sehr. Das hat einem richtig Spaß gemacht, glaube ich. Eieiei. Sollen wir noch eine Runde drehen? Es reicht. So, ich sprenge einfach die Bodenplatte hier raus und gut ist. Im Zweifel immer richtig. Okay. Ah, du musst bestimmt eine da draufstellen, mit dem anderen irgendwo anders hinlaufen und dann so abwechselnd irgendwo hin tigern. Die Gegengewichte bewegen sich weiter, wenn ich die Plattform betrete. Du wirst alt. Vielleicht solltest du dir ein paar zusätzliche Taschen an deinen Gürtel nähen. Ich verstehe noch nicht ganz, wie es geht. Ja, dann lass uns doch mal die Wand anschauen. Links. Wo fängt es denn an? Rechts unten. Batman wiegt mehr als Catwoman. Lese ich das richtig? Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall, aber da stehen Kiloanzahlen. Vielleicht geht's dann höher. Wenn ich hier drauf gehe, geht's gute bis Idee. Dahin. Gute Idee. Oder wenn ich mit... Da steht jetzt Catwoman. Wenn ich mich mit drauf stelle, geht's höher. Ja. Schon mal wichtige Info. Wenn Catwoman weg ist, Catwoman schafft's auf 1, ich allein als Batman auf 2. Zu dritt auf 3. Okay. Gut, dann frage ich mich jetzt nur noch, wie kriegen wir die nach links und rechts gedingst? Oder meinst du, der fließt dann einfach durch die Rohre, wenn es richtig ist? Ich glaube, der muss da rein. Das ist unser Ziel hier oben. Von wo kommen? Von hier, hier, hier. Wo ist dann der Start? Den auch mal gucken. Suche ich gerade, ja. Dann hier der Start. Wie aktiviere ich den Start, wenn es geht? Ich weiß nicht. Da soll es hin, ne? Nice. Sehr schön. Sehr cool. Also, fließt los und wir müssen am richtigen Zeitpunkt da drauf stehen. Jetzt brauchen wir das erste. Wir können uns nicht mehr bewegen, wenn. Oder sehr langsam bewegen nur noch. Aha. Kannst du es jetzt mal anschießen? Sweet. Okay, können wir loslaufen? Kannst du die Cat holen? Mal ein Stück. Okay, beim zweiten brauchen wir die Cat alleine. Und dann brauchen wir auch wieder die Cat alleine, glaube ich. Ah, das schaut irgendwie gut aus, oder? Die Kugel da hinten? Finde ich gerade total gut. Ich mag so Spiele auch. So, jetzt können wir gleich mal weiterschauen. Geht hinten lang nach oben, also brauchen wir alle beide, gell? Sehr schön. Dann ist es egal welchen, also müssen wir beim nächsten Batman gucken. Höher. Wir brauchen die Cat hier, weil beim zweiten brauchen wir links brauchen wir wieder Batman.
Ich versuche mal die Katze alleine. Okay, nice. Und dann drüben wieder beide. Und dann ist vorbei. Hallo, spannend gemacht, hä? Ja, weil ich die rüberbringen muss. Weil wir jetzt hier zusammenstehen müssen. Ja, ja, klar, klar. Herzlichen Glückwunsch dem dement gekleideten Duo. Der Schlüssel wartet. Oh, aber was ist das? Ein elektrifizierter Boden? Ein elektrifizierter Boden? Oh, really? Ich wollte gerade sagen, ey, cool. Das war ein dran. Cooles Rätsel. Du bist mir noch was für Arkham City schuldig. Naja, gut. Okay. Meine Wenn's Güte, das jetzt war. Du hast es schon rausgefunden. Nun hol dir den Schlüssel und. Ha! Sieh dir die zweite Generation meiner Androiden an. Ich habe spezielle Varianten für jede einzelne deiner fragwürdigen Fähigkeiten. Oh, das hat Dave jetzt auch noch mal alleine gefragt. Ja, aber ich fand das Rätsel ziemlich cool. Ich auch. Hat Spaß gemacht. Das war mal wieder schön. Es war logisch, wie es funktioniert. Ja. Es war an der Wand gezeigt, der eine wiegt mehr als der andere. Man kann sich zusammen draufstellen. Es hat Spaß gemacht. Man konnte innerhalb des Quizzes noch darauf Einfluss nehmen, was ich gut fand. Ne? Also nicht, dass du einmal drückst, dann muss alles passen. Nee, war jetzt richtig angenehm. Lass mir die Ruhe. Die Cat Wumsen kann die rote und die blauen der Batman. Davon habe ich noch mehr im Angebot, ja. Batman. Ich habe eine sehr effiziente Produktion. Und es geht immer nur einer, weil der andere muss oben drauf sein und es muss oben auf der Druckplatte stehen, ansonsten kommt doch Strom. Immer noch? Ja. Ach, ich dachte, dass es schon vorbei ist. Deswegen kann ich immer nur einen steuern. Die Catwoman ist gerade oben drauf. Gehen die automatisch dahin? Okay. Wenn ich die Charaktere wechsle, stellen sie sich automatisch auf die Platte, ja. Und jetzt ist es geschafft. Weißt du, Detektiv, ich bin froh, dass du das Rätsel gelöst hast. Das bringt dich nämlich einen Schritt näher zu dem Rätsel, das dich umbringt. Drei noch, Freunde. Oh, Eddie muss dich echt hassen, was? Ein egozentrischer Narzisst, der andere nicht gewinnen lassen kann. Mann, hättet ihr euch nur unter anderen Umständen getroffen. Seine Manie wird schlimmer. Er ist hinter meinen Verbündeten her. Verbündete? Vielleicht sollten wir etwas kürzer treten und für eine Weile nur Bekannte sein. Sei nicht so böse, Catwoman. Wir recken dich gerade. Aber hey, bei dem Outfit verzeihe ich sogar die kurzen Haare. Ja. Naja, sie hat doch fesche Ohren auf. Gar nichts. Eine neue Herausforderung erwartet dich bei der Divinity Church. Und ich warte auf. Hui, hui. Finde ich schön, muss ich immer noch mal kurz machen und jetzt können wir uns entscheiden. Was sagst du denn? Wollen wir da irgendwie Riddlern? Das weiß ich nicht, wie das gehen soll. Das machen wir nicht, das ist irgendwie deprimierend. Alles andere geht nicht. Ich denke, wir müssen ein bisschen Hauptquest auch mal weitermachen. Dann bin ich aber auf jeden Fall auch für die Hauptquest, weil ich hätte Lust, einfach wieder ein paar mehr Nebensachen freizuschalten. Weil... Ich hoffe, ich sehe das richtig, aber ja, klar, ich denke schon. Weil hier haben wir überall schon 25% abgeschlossen, ne? Hier 50% zum Beispiel schon bei dem... Ja, oh, schade. Ich dachte, das geht noch schneller. Die Hauptquest so 46%. Ich denke halt, es wird immer so Häppchen freigeschaltet, je nachdem, wie weit wir in der Hauptquest sind. Würde zumindest Sinn machen. Ja, das denke ich auch. Oh Mann. Ja, man muss halt sehr cool die Tür öffnen. Kann man auch nochmal ein bisschen Breakdance machen. Ich häng hier so in der Hölle rum. Na, du weißt schon, du hast mich umgebracht und so. Und du errätst nie, wen ich gesehen habe. Ganz recht. Deine tote Freundin, Talia al Ghul. Keine Sorge. Ich hab sie gefragt und sie hat nichts dagegen, wenn sich die Katzenlady an dem alten Kratzbaum austobt. Sie sagt außerdem, aua, ist das die Kugel in der Brust oder mein gebrochenes Herz?
Hör auf, so gemein zu sein. Ja, im Grunde ist Batman ja dann quasi gemein zu sich selbst, ne? Und das soll man. Unfassbar schlechtes Gewissen. Das soll man nicht sein. Man soll nicht so gemein zu sich selbst sein. Er hat halt ein schlechtes Gewissen, gibt sich die Schuld dafür, dass Leute um ihn rum sterben. Hat irgend so einen Helferkomplex, ich weiß nicht, ob du schon mitbekommen hast. Der will ständig Leuten helfen. Ja, ich sehe ihn jetzt selten einfach nur im Bett irgendwie am Film schauen und sich denken, fuck off. Obwohl er Batman heißt. Obwohl er Batman ist, ja. Batman. Oh Gott, der war so schlecht. Den musstest du wiederholen, ich habe den nicht verstanden das erste Mal. Kam gar nicht so rüber. Obwohl er Batman ist. Mit diesem unfassbar guten Witz, den jeder auf die Platte bringen sollte, in seine eigene Festplatte. Ja, nicht nur Wortwitz, Wortgewandtheit ist. Ich hab das ist anders. Einen Namen für die Folge. Wortgewandtheit. Wird's nicht. Ich wünsche euch. Du kannst sie ruhig so nett. Wortwitz fände ich besser, aber wir können sie gerne auch Wortgewandtheit nennen. Ja, ist so, weil da muss ich erst googeln. Nein, weißt du, wie wir sie nennen? Wir nennen sie Batman mit B-E-E-T. Ein E, oder? Batman. Ja, ja, statt halt T doppelt. Du weißt doch, was ich meine. Schätzelchen. Na, ohne Mist hier. Also, schaut die schönen Kräne von Port Adams an. Steht da. Und schönen Abend. Bis morgen, 18 Uhr. Tschüss.